Liebe Fische, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für euch. Zu diesem Video, wie immer bei mir, eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Fische, was gibt es für die Fische? Zweifel. Zweifel, ist das denn die Möglichkeit? Du darfst erkennen, lieber Fisch, mit was du bis dato in Resonanz gegangen bist und mit was du jetzt in Resonanz gehst. Neue Frequenzen werden gematcht. Energien, Gedanken. Und zu erkennen, dass deine Gedanken Energie sind und somit Frequenzen. Es geht darum, dass etwas auf dich zukommt, du etwas erkennen darfst, was wie ein Wunder erscheint. Dann setzt der Zweifel ein und du sagst, hä? Doch das ist mit eine der größten Erkenntnisse, die du erlangen wirst. Einmal, wenn du diesen Aspekt in deinem Leben begriffen hast, kommt das große Ganze ins Spiel. Vor allem, dass du erkennst, dass du es steuern kannst. Wie wunderbar. Zweite Karte. Dann höre es selbst. Ja, von da, hier, wo du dachtest, bisher. Warum geschieht mir das? Das Leben meint es nicht gut mit mir. Auf wundersame Weise darf es sich umgestalten, denn du darfst nun erkennen. Was darfst du erkennen? Dazu kommen wir später. Erst einmal geht es darum, dass dir die Augen geöffnet werden, dass so wie du bisher gefühlt hast, daraufhin gedacht hast, es gar niemals verkehrt war. Du wirst daraufhin beschließen, ich bin so wie ich bin, ich bleibe so wie ich bin und ich lebe mich so wie ich bin. Halt dich fest, lieber Fisch. Es kann gut möglich sein, dass du neue Erfahrungen machen wirst, paranormale Erfahrungen, dass Kontakt mit dir aufgenommen wird, Zeichen gesetzt werden, du auf diese Zeichen aufmerksam wirst und auch da, warum besteht das Paranormale? Weil es Teil von uns ist. Höchstwahrscheinlich, weil wir selbst paranormal sind und es nicht wissen. Abgesehen davon, ein Zusammenschluss. Du findest oder du wirst gefunden, lieber Fisch, und wirst mit einem anderen deinesgleichen oder zwei eine Community bilden, Mitglied einer Community werden.
Das Ziel, die gleichen Interessen verfolgen. Sich aneinander im Austausch bereichern. Auch das Bereichern ist immer so negativ behaftet. Nein, ihr stimuliert euch gegenseitig. Ihr nährt euch. Ihr bereichert euch. Oder, falls es die paranormale Kontaktaufnahme ist, wirst du bereichert. Vor allem, wenn es um die Vergangenheit geht. Nicht nur deine eigene, sondern die des Kollektiven. Deine Seele hat einen Plan. Ist da vorhergeschrieben, der Weg, oder zufällig? Du tauchst hinab in dein kosmisches Wissen. Portale der Ewigkeit. Portale sind für die Ewigkeit. Du bist vollkommen im Äther, im ewigen Bewusstsein. Dieses Bewusstsein lässt dich wiederum dein Potenzial sehen und du siehst schon, ich mache so wie die liegende Acht, alles ist verbunden und du siehst das Potenzial des Gesamten. Es ist wichtig für dich, das anzunehmen, das zuzulassen. Denn ansonsten, schau dir mal diese zwei an. Es bist beides du. Das steht dir offen. Das ist momentan. The world in between. Doch wir können das integrieren und das leben. Denn auch diese ist bei dieser hier integriert, doch nicht gelebt. Du weißt, was ich meine. Wunderbar, schauen wir uns an, wie sich das Ganze für dich im Alltag präsentiert. Die Gewässer von Mintaka, gut möglich, dass du sie mit einem Luftzeichen, Wassermann, Zwillingwaage oder mit einem Krebs erforschen wirst. Was hat das Wasser in den Weltmeeren mit dem Kosmos gemeinsam, lieber Fisch? Geh in dich, finde die Antwort. Du hast soeben eine Hausaufgabe bekommen. Blicke in das Wasser. Das Wasser, wenn wir es so ausdrücken wollen, damit du es verstehst, arbeitet für dich. Wasserträger.
aller Informationen, aller Energie, aller Schwingungen, aller Frequenzen. So, es wird spannend. So wie sich verbrannte Erde regenerieren kann, so kannst auch du dich regenerieren. Lese zwischen den Zeilen. Du bist gefragt, lieber Fisch. Und es beginnt mit einem großen Grund, den es zu feiern gibt. Der 16. ausschlaggebend. Und er bringt es auf den Punkt. Wir machen weiter im Extended. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Ciao!